Ich habe hier schon mal vorbereitet, ja klar, die amtlichen Wahlunterlagen, die muss man ja mitnehmen. Dass man sich da ausweisen kann, habe ich natürlich auch den Ausweis mitgenommen. Ist ja wichtig, ne? Ich bin ja hier Personal und da muss ich die Bürgerpflicht ja schon irgendwie machen. Als Personal muss man seinem Chef, in dem Fall hier, muss man dienen. Ich habe es euch kurz eingeblendet. Das ist eine Firmenwahl, wie man da immer macht. Hat eine offizielle Geschäftsnummer, steht im Gewerbeverzeichnis, diese Firma hier. Blende ich euch kurz ein und ja, der Siegmann hat auch was dazu gesagt. Zeige ich euch. Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist. Ja, ich stehe hier vor dem Wahllokal. Hinter mir haben sich den ganzen Tag Leute versammelt, die an die Wahl glauben. Das ist so wie eine Religion. Da kann man dran glauben oder halt auch nicht. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch zur Wahl gehe. Das ist eine gute Frage. Ich gehöre da zu den eher Kurzentschlossenen, die in keiner vorgefertigten Meinungsumfrage im Voraus hier erscheinen, sondern man entscheidet sich ja kurzfristig. Hat man Lust? Macht man das überhaupt? Bringt Wählen überhaupt was? Naja gut, das muss man immer sehen, was es bringt. Der Horst, der gute Horst hat dazu was gesagt, zeige ich euch. Denn es ist so, wie Sie sagen, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Jetzt gibt es ja natürlich einige Verschwörungstheoretiker, die sagen, Wahlen, das Wählen, das bringt eh nichts, egal wen man wählt. Die Grünen dürfen den Bahnhof fertig bauen, weiterbauen, den sie nicht wollten. Und die AfD, die darf wahrscheinlich den Familiennachzug der Flüchtlinge organisieren, ob sie es will oder nicht. Das sind alles Verschwörungstheorien, Leute. Ja, müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Ja. Also man kann mit der Wahl und mit seiner Stimme auf jeden Fall etwas entscheiden. Und ich sage euch, was es ist. Ihr entscheidet darüber, wer die dicken, fetten Diäten bekommt. Das sind die Politikergehälter. Das wählt man bei der Wahl. Wer kriegt die Kohle? Ja, wir sind ja hier in einem betriebswirtschaftlichen System. Und da geht es halt ums Geld. Um nichts anderes. Deswegen macht man auch regelmäßig so eine Veranstaltung, dass man wenigstens ein bisschen so eine Nostalgie hat, könnte ja eine Demokratie sein. Wir werden zwar bei wichtigen Dingen, die uns Geld kosten, werden wir sowieso nicht gefragt, aber wir haben ein bisschen die Illusion und das ist doch auch schon mal was wert. Wir gehen einfach wegen der Illusion halt wählen. Was bringt Wählen? Die Angela hat dazu was gesagt, fand ich auch ganz interessant. Guck mal. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Eins habe ich noch, liebe Nichtwähler. Macht's wenigstens ordentlich. Verhaltet euch, so wie es sich für rechtschaffene Bürger gehört. Solche Wahlbenachrichtigungen, ja, die sollte schon ordnungsgemäß entsorgen. Also nicht die Umwelt verschmutzen, sondern einfach, ja, schmeißt einfach da rein. Ne? Da gehört's hin, vielleicht vorher noch ein bisschen zerreißen. Also einfach rein damit und weg ist es. Tja, jetzt kann man noch eins machen. Vielleicht was Schönes, ein bisschen Kaffee trinken gehen, was essen gehen. Ja. Das sind so Sachen, die man sinnvollerweise machen kann, also anstatt wählen zu gehen. Ne? Das ist, kann ich jedem empfehlen. Das mache ich jetzt auch. Wir sind ja hier in einem nicht so ganz souveränen Land. Der Gregor hat dazu was zu sagen. Deutschland ist erst dann souverän, wenn es Herrn Snowden anhört, schützt, ihm Asyl gewährt und seinen sicheren Aufenthalt organisiert. Doch dafür gibt es hier keine Mehrheit. Von wegen, wir sind nicht souverän. Wir waren noch nie so frei wie jetzt, ja, dem Nachkriegsdeutschland. Wir können frei entscheiden, ja, ob ich jetzt essen gehe oder ob ich einen Kaffee trinken gehe. Es ist wirklich, hat auch was mit Freiheit zu tun. Und das mache ich jetzt. Natürlich, der Spitzensteuersatz ist gegenüber dem Kaiserreich von 1%, ich glaube über 45% plus das, was wir zum Leben brauchen, ist ein bisschen gestiegen. Wir zahlen ja auch
unsere Freiheit für unsere Beschützer. Das steht im Grundgesetz drin. Wir müssen da also auch die Besatzungskosten, in unserem Fall jetzt hier die Amerikaner, nicht die Amerikaner, ich muss mich korrigieren, die US-Amerikaner müssen wir dafür bezahlen. Amerika ist auch Südamerika, aber die sind nicht da, sondern halt die US-Amerikaner sind hier bei uns. Ich glaube, die Franzosen haben noch ein bisschen was zu sagen, die Russen und die Engländer sowie die Chinesen, komischerweise auch, die haben auch irgendwie mal was gewonnen. Und wir haben was verloren. Von daher kommt es und dafür dürfen wir arbeiten gehen und zahlen. Und da wird eben ab und zu so ein Spektakel wie Wahlen wird eben veranstaltet. Ja. Ja, und nochmal, liebe Verschwörungstheoretiker, ich kann euch mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sagen, die Angela, den Horst, den Gregor, den Sigmar, die gibt's wirklich. Die sind real existent. Ja, und die machen auch einen Job. Jeder auf seine Weise. Aber sie kriegen ja Geld für ihren Job. Ja. Müssen vielleicht nicht ganz so viel arbeiten wie andere und werden etwas anders bezahlt. Aber die gibt es. Ja. Also es ist nicht so. Und das, was die gesagt haben, das haben die auch wirklich gesagt. Das ist kein Fake, das ist auch keine nachgemachte Stimme. Das haben die wirklich gesagt. Naja, und weil halt das Ausgehen auch am Wahltag Geld kostet, gehe ich halt noch mal kurz zur Kreissparbüchse. Wählen kostet Geld und irgendjemand muss es verdienen. Das macht hier der Steuerzahler auch, der finanziert es mit. Also wir lassen es uns durchaus was kosten. Ne? Aber jetzt brauche erstmal ich wieder Geld. Ne? Deswegen leben wir ja. Wir leben, um Geld zu verdienen, um zu arbeiten, dass wir uns selber einen Sinn geben, warum wir das tun. Das Einzige, was hier halt gilt, immer nach der Wahl, ist ja auch vor der Wahl. Und Karte kommt. Die meisten Menschen von uns, das Geld nicht vergessen, ne? Die meisten Menschen von uns, die werden nach der Wahl weniger Geld haben als vor der Wahl. Also das steht immer fest. Nach den Wahlen wird das Leben immer teurer. Das ist gut, wenn hier aus dem Automat ab und zu noch was rauskommt. Kann ich jedem nur empfehlen. So. Jetzt bin ich beim Filmen am Geldautomat auch wieder gefilmt worden. Es dient ja alles der Sicherheit. Wir müssen ja ein bisschen auch an die Sicherheit denken. Die kostet Geld. Oh, anschnallen muss man sich natürlich auch. Ne? Alles dient der Sicherheit. Wie es dann doch so ist, wenn man ein paar Dinge ein bisschen durcheinander bringt, also in Unsicherheit bringt, dann kann man ja auch daran wieder Geld verdienen. Also deshalb bitte ich, liebe Leute, um Verständnis. Wir brauchen ein bisschen Unsicherheit, damit die Firma wieder ein bisschen Geld verdienen kann. Die braucht nämlich ein bisschen mehr Steuern. Die wollen auch von einem Rekord zum anderen. Rekordeinnahme übertrifft Rekordeinnahme. Und dafür müssen wir sorgen. Und dafür gehen wir arbeiten. Also wie gesagt, der Sinn des Lebens, der besteht doch darin, dem Leben einen Sinn zu geben. Muss aber jeder für sich selber machen. Ich gebe mir so weit den Sinn, ja, Kaffee. Ich habe mich für den Kaffee entschieden. Ich gehe jetzt Kaffee trinken. Da gebe ich Geld aus. Da ist auch eine Steuer drauf. Und das macht Sinn, Leute. Das macht wirklich Sinn. Gebt's aus, damit auch andere was haben. Einfach das Geld ausgeben. Das ist nicht schwer. Einfach ausgeben. Kauft was, macht was Schönes. Falls ihr auch was dazu zu sagen habt, postet es rein in YouTube. Ich lasse es drinstehen, egal ob ihr jetzt das Video gut findet oder weniger gut. Wir haben hier Meinungsfreiheit. Wir sind hier nicht bei ARD oder ZDF, sondern hier dürft ihr das wirklich reinschreiben und es bleibt auch drin. Jetzt kommt es immer wieder häufiger vor, dass die Wahlbeteiligung unterhalb von 50% liegt. Und daran erkennt man, dass halt immer mehr Menschen wohl dieses System ein bisschen in Frage stellen und sagen, es bringt einfach nichts. Ja, das ist der Sinn. Das heißt also, egal jetzt, ob ich gewählt habe oder nicht, diejenigen, die daran nach diesem allen da noch glauben, die haben zumindest auch an meiner Stelle entschieden, wer die Kohle kriegt. Ne? Und das muss ich ja nicht selber machen. Das entscheiden, ne, das könnt ihr machen. Die, die zur Wahl gehen, die können doch entscheiden, auch für mich, wie meine Kohle ausgegeben wird. Weil dafür zahlen wir Steuern. Ne? Und das muss ich nicht selber machen, den Job. Ja, das können die machen. Der Wähler kann das machen. Brauche ich gar nicht machen.
Jetzt sagen andere, du bist so negativ. Ja, das stimmt doch so alles gar nicht. Das ist nicht wahr, ich bin nicht negativ. Ich habe jetzt gestern gesehen, die US-Barracks, die waren gestern noch in Stuttgart, also die hat es noch gegeben, zumindest gestern noch, heute. Ich glaube, sie sind auch noch da. Das muss man nicht immer alles negativ sehen, sondern wir haben eine gewisse Situation, da muss man umgehen damit. Und die Wahlen kann man machen, kann man auch nicht machen. Wem es Spaß macht zu wählen, dass er da hingeht, der muss es tun. Man kann da über viele Sachen philosophieren und nachdenken. Zum Beispiel auch, wenn Muslime zur Wahl gehen, warum müssen auch die ein Kreuz machen? Man kann über alles nachdenken. Alles was. Das Ganze vielleicht bloß ein Scherz. Was meint ihr? Macht's hier rein in die Kommentare. Hier rein. Ah. Siehst du dich? Ist ja egal, was ihr von mir haltet. Ich trinke jetzt erstmal noch einen schönen italienischen Cappuccino. Ich bin mir natürlich sicher, dass wir in Zukunft mehr kulturelle Bereicherung haben und auch noch mehr Auswahl als bisher, wenn es ums Essen oder ums Trinken geht. Habt euch wohl. Danke euch.